Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Days Gone. Ja, und zwar wurde Koblenz Camp ja in der letzten Folge angegriffen. Wir mussten Manny retten, den haben wir auch ganz gut retten können. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum alten Sägewerk. Ich habe jetzt da mal eine Schnellreise hingemacht. Das alte Sägewerk. Das wird sicher ein Spaziergang, hm? Ja, na klar, die gehen. Okay. Ich brauche auf jeden Fall genug Fallen, Munition, Molotovs. Ich brauche so viel Zeug, wie ich tragen kann. Diesmal nehme ich hier diese Fernlenkbomben. Cope, ich hab ihn. Dem Himmel sei Dank. Lebt er noch? Er ist ein bisschen ramponiert, aber er wird's überleben. Ein paar Drifter wollten wohl mehr über euer Camp rausfinden. Wie viele Männer da sind, wie viele Waffen und so weiter. Ich hoffe, er sagte... Wir haben mehr als genug. Und werden sie auch behalten. Die Bullen haben ja wohl nichts mehr zu sagen, oder? Nein, wohl eher nicht. Wenn Manny da ist, dann sag ihm, er soll im Camp bleiben. St. John Inn. Okay, ich würde jetzt hier mal eine Bombe hinlegen. Ich würde hier eine Bombe hinlegen. Okay, Bruder, jetzt sag's endlich. Wo kriegst du das Kreosot her? Macht wohl Spaß, mit dem Müllwagen rumzufahren, hä? Auf jeden Fall, Mann. Okay, ja. Nein, ich hänge. Jetzt zum alten Sägewerk. Da stehen ein paar Lagertanks herum. Da gibt's haufenweise Kreosot. Das alte Sägewerk? Da lungert doch eine Horde rum. Eine Riesenhorde. Ja, das ist ja eine wahnsinnige Neuigkeit. Du willst immer noch sterben? Obwohl du jetzt deine Lady gefunden hast? Dick. Wir holen sie zurück. Okay. Bushman, nein, nein, ich will nicht, okay? Ich mach das schon, okay? Sei einfach bereit. Fang dich an, sobald hier die Luft reinigt. Deacon N. Das sind viele Freaks. Okay, jetzt wieder so einen Attraktor hinwerfen. Ja, Ricky. Ja, über... große Klappe. Er muss mir das sagen. Du erinnerst dich doch an das Sägewerk, oder? Ich hab dir doch die Horde gezeigt, die da liegt. Ja, das hast du. Die riesige Horde, die dort lebt, schläft und frisst. Ja, wie schon gesagt, das hast du. Hör zu, Ricky, als ich bei der Miliz war, da haben wir einen ziemlich heftigen Molotow entwickelt. Einen heftigen Molotow? Ja, eher sowas wie Napalm. Vertrau mir, ich schaff das. Wir brauchen dich. Ricky, ich mach das. Okay, mach dir um mich keine Sorgen. Bitte, ich weiß, was ich tue. Ricky? Ja, Dick. Ich will nur ein paar Kerzen. Okay. Naja, in diesem Fall ein paar ziemlich dicke Molotovs. Du verstehst mich schon. Ja. Okay, Bomben können wir nicht mehr herstellen. Oh Mann, das sind so viele zu viele. Haben die mich gesehen jetzt? Boah, es sind ja immer noch ein Haufen. Nein, ich bin so doof, ich bin so doof, ich bin so doof, ich bin so doof, ich bin hochgerannt. Ich habe kein Kerosin mehr. Mann.
Ich muss die Gurte an den Holzstapeln durchschneiden. Ich muss Fallen platzieren. Wie denn? Wir haben ja keine. Nein, och Manno. Nein. Ach komm. Ich hab nichts mehr. Okay. Ich muss weg. Ich muss einfach rennen. Okay. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis die Horde weg ist. Und wenn die Horde weg ist, dann müssen wir nochmal zurück. Und dann, ich muss zum alten Niveau-Kontrollpunkt. Muss bei dem Kontrollpunkt, meine Sache aufladen. Also gucken, ob wir noch Kerosin finden, eventuell was, um sowas hier herzustellen. Das sind wenigstens nicht mehr so viele. Vielleicht kann ich die Horde auch umgehen. Da unten laufen sie. Okay. Hat aber keinen weiter zu mir gelockt. Oh, es sind halt echt noch. Also das ist halt, muss man halt auch mal sagen, ne? Das ist halt auch eine richtig große Horde. Und da sind wir jetzt echt schon weit gekommen. Es dauert halt ewig, bis die alle weg sind. Das ist halt das ganze Problem. Komme ich hier sonst noch irgendwie von irgendeiner Seite rein? Ja, von der Seite kommen wir noch zu dem Niveau-Kontrollpunkt rein. Ich muss jetzt ganz, ganz leise sein. Oh Gott, war das jetzt anstrengend. Ich schwitze. Junge. Und dabei sind wir doch nicht mal fertig. Kommen die jetzt hier rein? Nee, ne? Aber hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Okay, schön vorsichtig. Kein Risiko eingehen. Nichts. Ich war vielleicht ein bisschen zu schlecht ausgerüstet, muss ich sagen. Aber nur ein bisschen. Okay, Styropor. Kerosin. Nägel. Wofür wir auch immer Nägel brauchen. Nochmal Styropor und eine Bierflasche. Ach, eine Kanne.
Okay, dann würde ich jetzt schon mal die beiden hier fertigstellen. Hier haben wir noch einmal Kerosin. Oh, da ist ein Scheidämpfer. Da oben haben wir auch noch mal Kerosin. Okay, und sonst haben wir... Ah, da liegt auch noch Kerosin. Und ein kleines Rohr. Okay, okay, also wir sind schon mal wieder ein bisschen ausgerüstet. Wo war jetzt hier das Gitter, wo wir raus konnten? Hier. Nein, Deacon, du musst mal zurück, da liegt noch ein kleines Rohr. Das nehmen wir uns natürlich mit. Oder Styropor liegt hier. Okay, Styropor haben wir jetzt nicht mehr. Gut, das muss jetzt halt, ja. Ist das ein Abtrünniger? Okay, 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 okay. Die Seite, wo ich war, die war ja schon mal nicht schlecht. Fernlenkbombe. Würde ich jetzt nochmal zwei hier herstellen, damit wir die wieder zu uns hier hinlocken können. Allerdings würde ich es jetzt so machen, dass ich hier eine hinpacke. Und hier eine hinpacke. Jetzt wieder hier hinrenne und auf das Beste hoffe. Das lenkt sie an. Yes. Ja, lockt die das jetzt her oder nicht? Ich werfe immer meinen Attraktor dahin. Okay. Die müssten wirklich ein bisschen näher zu mir kommen. Okay. Jo, woher wisst ihr das denn? Jetzt mal ohne Schmarrn. Boah, fuck, Mann. Ich habe halt jetzt diesmal aber eigentlich auch gar keinen Fehler gemacht. Das nervt mich. Fernlenkbombe. Wow. Okay, ich probiere es jetzt einmal. Jetzt probiere ich das halt so. Okay, die Ohren sind voll. Okay, wie viele sind es noch? Die restlichen kriegen wir hin, die kriegen wir hin.
Ach krass, das sind alle jetzt gewesen. Das waren jetzt ernsthaft... Entschuldigung. Alle Freaks und wir haben nicht mal bekommen Hordenkiller oder irgendwas. Das ist ja scheiße. Das ist richtig scheiße. Oh, das finde ich jetzt blöd. Zumal wir haben jetzt halt auch gar nichts mehr. Keine Molotows mehr, kein Napalm-Molotow. Rohrbomben, Granaten, nichts. Ach du Scheiße, Dieg. Ich hab wohl das Beste verpasst. Ja. Ja. Nächstes Mal fahr ich und du kriegst die Freaker. Ja, Bruder. Okay. Jetzt einfach darüber. Gut. Alles klar. Ja. Okay, das war's. Fahr zurück zum Camp. Wir treffen uns dort. Okay. Und Bushman. Fahr vorsichtig. Was glaubst du denn? Dass ich mich in die Luft jage? Anscheinend. Aber wir haben die Sägewerkhorde erledigt. Schön. Und haben nichts mehr. Schön. Na, ein bisschen scheiße ist das schon. Ich würde jetzt trotzdem die Zeit, die wir jetzt hier noch haben, dafür verwenden, um hey, die ganze... Dick, hörst du mich? Hey Ricky, was gibt's? Ich muss noch ein bisschen am Laster rumschrauben. Ich sag Bescheid, wenn er fertig ist. Danke. Bereit, wenn du es bist. Willst du das echt machen, Dick? Sie kommen, Ricky. Es sei denn, wir schlagen zuerst zu. Du hast recht. Okay, Ricky, Ende. Okay, also ich möchte mich jetzt hier vorher nochmal komplett umgucken. Ob wir hier noch Sachen finden, die wir eventuell gebrauchen können. Weil komplett einfach so zur Miliz möchte ich jetzt auch nicht. Wir sind jetzt auch nicht wirklich so gut ausgerüstet, dass wir sie locker einfach mal so wegschnipsen können. Na gut, da habe ich jetzt das Tor zugemacht. Ich drücke hier gerade alles, was wir hätten für die Horde benutzen können. Ja, wenn wir hier halt gewesen wären, dann hätten wir richtig gute Bomben legen können. Ich glaube, das meiste... Also zu dem Niveau-Kontrollpunkt brauchen wir jetzt nicht nochmal zurückgehen. Ich glaube, das meiste haben wir schon eingesackt. Okay, ist halt eine Tür. Ist hier noch irgendwas drin? Mir auch wieder nur Sachen zum Umwerfen. Ah, da ist noch was drin. Mach mal raus und dann nochmal rum. So, und jetzt... Ja, heilen. Hier war noch eine Kanne. Na, hier ist halt... Hier sind zwar auch ein paar Sachen, aber jetzt nicht zwingend das, was wir jetzt wirklich benötigen. Was ist hier? Ach, ein Vorschlaghammer. Ja, den brauchen wir erst recht nicht. So, was ist denn, greife Wizard Island an. Okay, aber das wollen wir nächste Folge machen. Ich würde jetzt mal hier durch den Tunnel gehen. Hier liegt noch was. Wir können aber ganz schön viel Gift mitnehmen, ne? Ich weiß nur nicht, was das bringen würde, dieses Gift. Krass. Wenn wir das benutzen. So. Ausdauer ist auch komplett weg.
Also was ich auf jeden Fall gerne noch haben möchte, bevor wir da hochgehen, ist eigentlich Schrott. Kerosin haben wir hier einmal. Perfekt. Also Schrott wäre eigentlich jetzt noch das Einzige, was ich gerne haben wollen würde. Und danach könnten wir meinetwegen angreifen. Allerdings, auch wenn die Folge jetzt halt echt kurz geht, würde ich das halt echt gern erst nächste Folge machen. Weil diese Folge jetzt schon angreifen, schaffen wir halt zeitlich ja nicht, weil ich glaube, das wird eine etwas längere Tortur. Oh nein, bitte nicht. Was wir schon mal machen können, ist, wow, hier hinfahren. Und dann würde ich jetzt hier einfach schon mal die Folge beenden. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit am Start seid, wenn wir Wizard Island angreifen. Und dann bestimmt damit das alles schon beenden. Hier kommt gerade noch ein Wolf. So. Alles klar, das nehmen wir noch mit. Und ich würde mich dann verabschieden. Ciao, ciao.